Peter Wurm, Konsumentenschutzsprecher der FPÖ, ist nun an Bord. Herr Minister, werte Raucher und natürlich auch Nichtraucher vor den Bildschirmen. Ich möchte heute mit einer Journalistenlegende in Österreich beginnen, Helmut A. Ganzterer, in der Juni-Ausgabe des Trend, und möchte ganz kurz zitieren, weil der formuliert es so elegant, das könnte ich nie selber schreiben. Gebe ich ehrlich zu. Also Ganzterer ist unschlagbar, aber auch für die meisten hier im Saal, würde ich einmal sagen. Aber hören Sie gut zu. Die derzeitige Wirtshausbelastung und drohende Wirtshausvernichtung ist eine Abfackelung jener Heiterkeit, die das Altertum als Grundlage der Zukunftszuversicht sah. Die Brände werden nicht von schöpferisch tätigen Menschen gelegt, sondern von fiebrigen Missionaren. Wie einst ihre religiösen Vorfahren in Afrika kennen sie kein Augenmaß. Sie machen keine Gefangenen. Bekenne oder stirb. Sie zerstören auch den erstklassigen österreichischen Tabakkompromiss, freie Wahl, räumliche Trennung für Nichtraucher und Raucher, in die viele Wirte ihr ganzes Geld investierten. Die Missionare nützen sogar den Dienst von Denunzianten, ohne Aufschrei der Politiker. Vieles läuft unter dem Deckmantel Gesundheit. Die Wichtigmacher suchen den Wahn eines risikolosen, ewigen Lebens und schaffen eines, in dem die Lebenden die Toten beneiden. Helmut A. Ganzterer im Trend. Ja, ich persönlich halte dieses Gesetz für paranoid und zutiefst undemokratisch. Und ich habe mir am Anfang dieser unsäglichen Diskussion gedacht, es wird die Vernunft siegen. Die Vernunft bei der SPÖ, weil es hier um Arbeitsplätze geht, und die Vernunft bei der ÖVP, weil es hier um Betriebe geht. Aber die Vernunft hat nicht gesiegt, sondern dieser religiöse Wahn, dieser Verbotswahn hat gesiegt. Und ich frage mich schon, wohin diese Reise führen soll. Was ist das Nächste? Zu laute Musik, fettes Essen, Alkohol, Bier, Wein? Wo endet das? Oder eben auch dann der Weihrauch bei den Sternsingern. Das ist alles nicht auszuschließen, wo dieser Verbotsexzess dieser Regierung im Verbund mit der Europäischen Union irgendwann enden soll. Und dass hier die Grünen natürlich mitspielen, sage ich einmal, ist ja nichts Neues. Die hängen sich ja mittlerweile bei den beiden Altparteien bei nahezu jedem Gesetz an. Das wundert mich ja nicht, muss ich sagen. Vielleicht drei Punkte in dem Gesetz, die man herausheben sollte, die eigentlich erwähnenswert sind und die eigentlich auch nicht erklärbar sind. Das erste wurde heute schon kurz erwähnt, die E-Zigaretten. Also, Herr Rasinger, wo ist er denn jetzt? Wie E-Zigaretten, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, also wie E-Zigaretten mit und ohne Nikotin. Also, die Passivraucher beeinflussen gesundheitlich. Es gibt Studien, dass das natürlich nicht der Fall ist, in keinster Weise. Das heißt, E-Zigaretten, ob mit und ohne Nikotin, haben überhaupt nichts mit Gesundheitspolitik zu tun. Haben Sie hier natürlich genauso dabei, alles was dampft, wir haben es eh gehört, also im Prinzip der Adventkranz mit den Kerzen und Weihrauch, alles was irgendwo dampft und Kräuter haben kann. Aber so steht es bitte wirklich im Gesetz drinnen. Wenn man es liest, das kann man sich ja anschauen, steht es auch so drinnen. Der zweite Bereich, der für mich also auch also nicht nachvollziehbar ist, ist der ganze Vereinsbereich, auch der Bereich im Büro. Also wenn ich irgendwo Kundenkontakt habe, kann ich nicht mehr entscheiden, ob ich in meinem eigenen Büro rauchen darf oder nicht. Und erstmalig haben sie auch den Freiluftbereich hier inkludiert. Das heißt, das berühmte Beispiel, irgendwo ein Nachwuchsspiel, Fußballspiel, irgendwo im Freien, und auf der Zuschauertribüne steht ein Elternteil, der vielleicht rauchen will, im Freien wohlgemerkt. Und da können 100 Meter um ihn herum, kann da keiner stehen, dann ist das jetzt verboten. Das ist verboten, steht im Gesetz so drinnen, im Freiluftbereich, sobald irgendwo Kinder involviert sind. Ganz egal, ob die Kinder jetzt einen halben Kilometer weg sind von der Zigarette oder sonst was. Und auch ganz egal, ob dieser Zuseher eine Elektrozigarette raucht oder eine reguläre Zigarette raucht. Was eben auch im Gesetz drinnen ist, das ist sowieso, also, da kann man sich mit dem Kopf greifen,
alle neuartigen Tabakerzeugnisse, die möglicherweise irgendwann kommen. Das heißt, das haben sie da hineingepackt. Das heißt, alles, was kommt, auch wenn es nicht gesundheitsschädlich oder sonst was ist oder innovativ ist oder sogar vielleicht weiterhilft, das ist alles verboten und ist hier mit dabei. Also eigentlich das ganze Gesetz, man hat es eh schon davor erwähnt, ist eigentlich zum Schmeißen, sage ich einmal. Aber Sie werden es heute in gewohnter Manier mit Zuhilfenahme der Grünen wahrscheinlich durchwinken. Ja, dieser Gesinnungsterror, der hier stattfindet, stört nicht nur mich und uns als Freiheitliche. Wir haben über 400.000 Unterschriften über diverse Petitionen, Unterschriftenaktionen gesammelt, wo die Leute sagen, sie wollen dieses totale, absolute Rauchverbot nicht haben. Das nehmen sie, schmeißen sie einfach in Papierkorb und ich sage es noch einmal, das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun, weil das ist schon ein Unterschied, ob Demokratie oder Diktatur. Möchte mich auch da in diesem Wege beim Herrn Polischanski bedanken, der da sehr aktiv eingetreten ist. Ich habe es auch schon mehrmals erwähnt, knapp 38% der Bevölkerung raucht zumindest gelegentlich, ob Zigarren, Pfeife oder Zigaretten. Aber dieser Anteil der Österreicher interessiert sie überhaupt nicht und da wird diktatorisch drüber gefahren. Wir als Freiheitliche stehen ganz klar für diese Wahlfreiheit. Und zwar Wahlfreiheit sowohl für die Konsumenten, für die Bürger, als auch selbstverständlich für die Unternehmer. Ein paar kurze Daten noch einmal, was die Wirtschaft betrifft. Ich habe es auch schon mehrmals erwähnt. Wir haben 45.000 Betriebe und rund 280.000 Mitarbeiter. Und das ist eben dasselbe Thema. Diese 280.000 Mitarbeiter werden weniger werden. Diese Prophezeiung mache ich heute. Diese Prophezeiung, da lege ich auch gern 1.000 Euro am Tisch. Da gewinne ich mit jedem, der dagegen halten will, Herr Matznetter, wenn Sie wollen, diese Wette. Es wird zigtausende zusätzliche Arbeitslose geben. Und das diskutieren Sie nicht einmal, das schieben Sie weg. Und es ist genau diese Gruppe an Arbeitslosen, die ohnehin am Arbeitsmarkt, wir wissen es ja, 500.000 Arbeitslose, schwerst zu kämpfen hat. Das sind viele Frauen, viele Alleinerzieherinnen, viele Teilzeitbeschäftigte und viele nicht sehr gut ausgebildete, qualifizierte, die werden an die Seite geschoben. Hier interessiert die SPÖ überhaupt. Bei den Unternehmern, wie gesagt, ob von den 45.000 gleich mal 30.000 oder 35 überbleiben, interessiert euch auch nicht. Und das kann mir mal keiner erklären, warum das bei der ÖVP alles kein Thema mehr ist. Und ich sage es noch einmal, ich habe mir gedacht, es wird irgendwo Vernunft einkehren, man wird das machen, wo wir sofort dabei gewesen wären. Nämlich Jugendschutz, also Verbot für Jugendliche oder von mir aus Tabak bis 18 verbieten, was auch immer, was die Kinder hilft, wären wir sofort dabei gewesen. Was sie jetzt machen mit dem Gesetz ist, erwachsenen Menschen diktatorisch vorzuschreiben, was sie zu tun haben und nicht. Siehe Kanzlerin. Was auch klar ist, aber das versteht sie ja mittlerweile auch immer, es gibt natürlich direkte und indirekte Auswirkungen. Das heißt, wir haben natürlich eine Zulieferindustrie, wir haben Getränkelieferanten, wir haben Gastronomieausstatter, ein ganzer Rattenschwanz an Problemen, der nachfolgt und der weder das Wirtschaftswachstum befeuern wird, noch die Arbeitslosigkeit dämpfen wird. Aber diese beiden Problemfelder, die sind ja offensichtlich bei der Regierung vollkommen ausgeblendet. Also wir haben aber genau das Problem, kein Wirtschaftswachstum und extreme Arbeitslosigkeit. Und ich sage es noch einmal zum wiederholten Maße, dieses Gesetz wird beide Problemfelder noch einmal verstärken. Wird das Wirtschaftswachstum noch einmal reduzieren und die Arbeitslosigkeit erhöhen. Aber wie gesagt, die Regierung ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ja, ein Punkt noch, ich weiß nicht, ob die Frau Koron im Haus ist, ja, zu den Strafen vielleicht noch einmal. Gell? Wenn ich also mehr oder weniger als Privatperson dagegen verstoße und das zweite Mal das mache, zahle ich 1.000 Euro. Der Gastronom bis zu 10.000 Euro. Also das ist ganz massiv. Die Frau Koron hat das letzte Mal erwähnt von einem Asylwerber, der vor der IS geflüchtet ist, wenn Sie sich erinnern, vor 3 Wochen. Dem haben sie die Hand abgehackt bei der IS, weil er geraucht hat. Beispiel Koron, Sie haben es hier erwähnt. Also so weit sind wir noch nicht, gell, dass die Hand abgehackt wird für einen Raucher. Aber ich sage jetzt einmal, ich würde nichts ausschließen, ob das vielleicht auch noch kommt. Okay? Ja. Also, ich komme relativ zum Abschluss. Ich sage es noch einmal, für mich auch, nachdem ich ein pragmatischer Mensch bin und sehr auf Realität einfach Wert lege, so viel Propaganda, und zwar in dem Fall von der Nichtraucherlobby, so viel Propaganda, wie hier betrieben wird, und so viel Falschaussagen, die gehen auf keine Kuhhaut. In Italien, bitte, noch einmal, hab's mehrmals erwähnt,
Das ist natürlich eine Ausnahmeregelung. In der Tschechei gibt es eine Ausnahmeregelung. Ist gerade 100 Kilometer weg. In Portugal ganz genau dasselbe. Also Sie nehmen diese Realitäten einfach nicht zur Kenntnis. So, ganz wichtig nochmal, Schlusssatz, damit es jeder versteht. Das ist mir wichtig. Wir als Freiheitliche sind gegen diesen Gesetzesentwurf. Wir stehen für die Wahlfreiheit der Bürger und der Unternehmer. Wir sind gegen die Bevormundung und gegen diese Diktatur. Und das Allerwichtigste zum Schluss, Das Gesetz tritt im Mai 2018 in Kraft. Ich verspreche Ihnen jetzt schon und ich hoffe darauf, es gibt Neuwahlen. Und unter dem Bundeskanzler HC Strache und den Freiheitlichen wird dieses Gesetz so nicht umgesetzt werden. Danke. Reichlich starker Tobak eines Freiheitlichen. Peter Wurm spricht von einem paranoiden und undemokratischen Gesetz als Ausdruck eines Verbotswahns. Dietmar